Moment, da war doch irgendwas von wegen Geheimgang, oder? Da hatten wir doch eben... Eine Tasche mit einem Brief. Dieses Hausmädchen erinnert mich an jemanden. Es ist fast unheimlich. Ich sah, wie sie mit einem Blick voller Trauer und Sehnsucht auf die Kette der Schauspielerin starrte. Vielleicht sollte ich sie ihr geben. Nein, das war ein Fehler. Aber jetzt weiß ich... Okay, diese Tasche hatte ich hier aber davor nie gesehen. Keine Ahnung, habe ich einfach übersehen. Tut mir leid. Jetzt haben wir die Sternzeichen. Damit können wir jetzt das Rätsel machen. Das Sternzeichen Globus-Rätsel. Hoi, sieht so aus, als kommen wir dem Spielende immer näher. Zum Ostkurier... Koriodor. Was ein Wort. Diese Sternzeichen passen hier wohl nicht. Ich hab die doch epische... Dieses Rätsel war also die ganze Zeit hier. Es sieht aus, als ob ich die Scheiben so zu drehen sind, dass gleiche Symbole nebeneinander sind. Okay. Whee! Wie nebeneinander, also. So. Und dann so. Und hier dann haben wir keinen Stern. So, dass das Dreieck hier ist und dann hier haben wir eine Übereinstimmung. Dann brauchen wir hier das da. Da haben wir hier den Stern, das passt. Und hier noch einmal drehen und Rätsel gelöst. Ich bin einfach ein Genie. Nennt mich Gott. Ich bin ein Held. Das war einfach nur viel zu einfach. Und wir kriegen noch ein Projektorteil und zwar die Transporttrommel. Und noch eine Münze stecken wir ein. Nee, ach, das ist der Fragezeichenschalter. Für oben das Rätsel. Das ziehe ich jetzt in einem durch. Los. So. Der Fragezeichen-Button wird eingesetzt. Jetzt können wir... Nun kann ich... Gravieren. Schreibt man das so? Gravieren? Ich dachte nicht, dass man gravieren so schreibt, aber okay. Nun kann ich gravieren. Auf meinem Lebenslauf... Auf meinen Lebenslauf schreiben. Ich muss die Symbolpaare finden, die zusammen das Symbol für den Ring ergeben. Insgesamt benötige ich 3 Paare. Also sowas wie Memory. Nein, das ist nicht hier. Das könnte schon mal richtig sein. Das. Okay. Das ist es nicht. Ich klicke mal alle durch. Dreieck nicht. Das? Ist es das vielleicht? Nee. Okay, das hier, einen Kreis. Ach, okay, ich muss Symbol. Ich muss doch Symbolpaare finden. Das hier brauchen wir. Wir brauchen den Kreis. Der war hier. Nee, hier war er nicht. Hier war er. Da, das brauchen wir. Und wir brauchen den Punkt. Da? Da war der Punkt. Tada! Und das haben wir auch geschafft. Wir kriegen den Ring und damit können wir jetzt den Geheimgang runterfahren. Auf durch den Westkorridor. Wir sprinten. Los. Halten jetzt den Ring hier dran. Ach. Klatsch. Er verliert sein Symbol damit. Und wir fahren abwärts. Na, da wäre die olle Haushälterin nicht drauf gekommen, ne? So klug ist sie nämlich nicht. Unsere Schwester. Alter, diese Katze folgt uns echt überall hin. Ich muss hier erstmal Licht machen. Es ist dunkel. Ich muss einen Lichtschalter finden. Da ist ein Lichtschalter. Push the button. Vor allem the button. Push the button. 7 von 10 Lichter angeschaltet in diesem Spiel. Mau! Aufzeichnung freigespielt. Mysterium. Alle Katzen... Die Katzen waren ein Mysterium? Das war ein Bonus? What the fuck? Okay. Wir wimmeln hier nochmal. Ein Gartenzwerg. Eine Hand. Afrika.
Alles klar. Okay, Afrika war sogar gesucht. Wir suchen das Pick. Eine Schlange, schmutzige Flaschen, ein Schwert, einen Hocker, eine geladene Flinte, einen Fächer, einen Zwergen, Fischer, einen Besen, Schürhaken und einen Schmetterling. Schmetterling, Pick. Das ist leer. Da ist aber die Angelrute für den angelnden Gartenzwerg. Eine schmutzige Flasche. Das war das Schwert. Der Hocker, einen Orkkopf oder wie das, was das hier sein soll. Freiheitsstatue, ein Pflaster, eine Patrone, die laden, dann laden wir hier mal die Flinte, zack. Besen, den Schürhaken, Besen. Eine Zigarette, nein, keine Zigarette. Eine Uhr, da ist der Schürhaken. Dann brauchen wir noch den Fächer, der ist hier. Eine schmutzige Flasche, einen Hocker und eine Schlange. Hocker steht hier. Alter, wo ist eine Schlange? Ich habe hier keine Schlange gesehen. Vielleicht wieder irgendein Symbol oder so. Ein Ball? Schlange! Sie nannten ihn Schlange. Und eine schmutzige Flasche. Da ist eine schmutzige Flasche. Das nebendran sah eher aus. Ach ne, das ist eher so eine Laterne oder so. Eine Schlange. Beim besten Willen, ich habe ja noch keine Schlange gesehen. Oh, hier drauf. Oh, da war eine Schlange. Drei Wimmelbilder innerhalb von weniger als 3 Sekunden hintereinander. Also, drei Wimmelbilder hintereinander innerhalb von weniger als 3 Sekunden geschafft. Yeah, und wir kriegen einen Hocker. Dann machen wir erstmal ein Päuschen. Setzen wir uns drauf. Nee, natürlich nicht. Unter den Projektorraum. Da oben ist das Kreuzsymbol. Das letzte für Vaters Schrank. Der Film fehlt. Aber warte, hier können wir ja die Zahnradspule einhängen. Die Hälfte ist geschafft. Noch 4 sind übrig. Die Projektorlinse muss ja oben hin. Wie kriegen wir das mit ihr hin? Gleich Punkt, Viereck. Punkt. Punkt. Punkt gleich. Was? Ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll. Einfach mal ein bisschen dran rumgedreht. Ich könnte hier etwas hinstellen, damit ich dort hinaufkomme, um die Spule anzubringen. Einen Hocker, wie wär's damit? Ach, hier kommt die Spule hin. Wir haben keine Spule. Aber wir können zur Verbindungstür gehen. Da ist ein komisches Auge. Und hinten dran befindet sich eine Münze. Und wir können durchlinsen. Ah, wir können sie beobachten. Komm, zieh dich aus. Nee, das war jetzt wieder, klingt jetzt wieder irgendwie falsch. Ich brauche einen Schlüssel. Hier brauchen wir ausnahmsweise mal normalen Schlüssel. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Nee, gibt's nicht. Okay, wie wär's, wenn wir jetzt erstmal in das Wimmelbild wieder einsteigen? Wollte ich gar nicht, aber okay. Einen Krähenschädel, ein Lächeln, ein Messer, Fernrohr, Ball, Steinbock, Baum, Schachbrett, Freiheitsstatue, Drache, gelöste Gleichung und ein Kuckuck. Ball, Freiheitsstatue, Vogelkopf, Schachbrett, Schmetterling brauchen wir nicht. Da war das Lächeln. Da das Messer, ein Fernrohr, ein Drache, ein Baum. Wo ist ein Baum? Baum? Weilbaum. Eine gelöste Gleichung. Ich sehe, da fehlt aber noch eine Ziffer. Oder. Ach, hier ist eine 4. Dahin. Dann haben wir eine gelöste Gleichung. Der Steinbock, das ist das Symbol hier. Der Kuckuck. Eines der Gewichte fehlt. Was, das war ein Baum? Das sah aus wie eine Wolke. Mal ehrlich. So, noch ein Gewicht dranhängen. Ein Korken. Wo fehlt denn, wo ist denn das Gewicht, das wir dranhängen können? Hier.
Das müsste doch genauso aussehen, oder nicht? Wenn ich mich da nicht täusche. Wenn ich mich nicht täusche, müsste es genauso aussehen. Wir hängen die Hand einfach dran, so. Ach, das? Nee, das ist nicht das Gewicht, das ist ein Deckel. Jetzt war ich hier so schnell und hab gedacht, das würde ich jetzt irgendwie hinkriegen. Na, da ist das Gewicht. Zack! Und der Kuckuck beehrt uns. Wir kriegen... Was kriegen wir? Ein Fernrohr. Hm. Oh, komm. Weißt du, schön war noch einmal den Katzenbeat. Mau, 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 mau. Okay. Zu Vaters Arbeitszimmer wollte ich ja. Da oben hin. Und das letzte Teil hier unten anbringen. Ich wollte schon da oben reinstecken. Ich bin schon total verplant. Es gibt einen Schutz für den Projektor. Eine Schutzbrille, welche die für das Gehirn schädliche Wellen herausfiltert. Alter, was ist das bitte für eine für ein geistiger Dünnpfiff, mal ehrlich. Als ob man so ein Gerät bauen könnte, das einen so manipuliert. Ah, egal. Ich lasse es. Ich habe sie in der Schattenmaschine im Schlafzimmer versteckt. Was ist eine Schattenmaschine? Was ist das vor allem? Ein Buttermesser. Wollen wir zum Brot schmieren? Weil wir Hunger haben auf einmal. Da, jetzt müssen wir wohl erstmal hochfahren. Ins Schlafzimmer. Auf geht's. Ach, das Ding hier. Das soll eine Schattenmaschine sein. Da fehlen die Münzen bestimmt. Vaters Tagebuch zufolge brauche ich noch eine Skeletthand und ein Fernrohr. Diese Maschine könnte etwas Öl vertragen. Klar, auf einmal brauchen wir hier eine Skeletthand und ein Fernrohr, ist so klar. Alles ist da, doch die Maschine ist seit einer ganzen Weile nicht geölt worden. Schmier Butter. Hä? Wo soll ich denn das Öl jetzt herholen? Oh Leute, ich verzweifle hier dran. Jetzt auf einmal soll ich Öl finden. Da geht auch immer gleich alles zu, wenn ich immer was gucken will. Im Schneideraum. Ja, uns fehlt noch ein zwei Projektorteile fehlen uns noch. Ah, okay, das Buttermesser. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal. Ich mache hier mal nochmal einen Break und die letzten paar Aufnahmen werde ich dann ein anderes Mal machen. Wir sehen uns.